Wir sind jetzt auf Neptun unterwegs, den haben wir ja erst freigeschaltet. Und hier gibt es eine neue Pflanze, die man scannen muss, nämlich dieses Frostlaub. Das ist ebenfalls eine Pflanze, die man für die kommende Titania-Quest braucht. Die gibt es nur an diesen Steilhängen und auch nur bei Corpus, bei den höheren Leveln, also hier oder auf Pluto, wird das verfügbar sein, das Ding. Wer hat da jetzt geklopft? Wer war denn das eigentlich? Wer hat da geklopft? Oh, die böse, schwächende Drohne. Mein Gott, die ist so böse. Böse. Ja, wie gesagt, hier an den Steilhängen, immer an der Kante, da findet man das Frostlaub. Und da gibt es noch eine etwas bessere Scan-Ecke. Vielleicht finden wir die unterwegs noch, dann erwähne ich das nochmal. Da kann man so 12 bis 14 von den Dingern abfassen. So, wir haben jetzt erstmal, haben wir so gesagt, das ist ganz wichtig, total wichtig, das hier ist eine Sabotage. Und das ist Gott sei Dank, da ich alleine bin, nur eine von der einfachen Sorte, also die Sache mit dem, wir fahren dann einfach mal den Mantel hoch. Das klingt so, ja, klingt so komisch hier. Ich habe mir hier die Quanta mitgenommen. Ich habe die ja schon ein bisschen gemacht. Die hat, glaube ich, zwei Formas drauf. Die ist für Corpus eigentlich prädestiniert. Die ist ja, derzeit gemoddet. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Bei Corpus nehme ich eigentlich ein Gas-Magnetbild. Magnetismus gegen Schilde. Die Schilde runterzukriegen. Und Gas, naja, Gas ist klar, Gas brockt nämlich Gift. Außerdem nehme ich es eigentlich so auch gern, weil ihr erinnert euch die Sache mit dem Munitionsverbrauch und die Reichweite. Ist für mich eigentlich immer noch ungeschlagen irgendwo in der Kombination. Ach, da haben wir schon unseren Reaktor. Wir machen die mal auf und mit ein bisschen Glück sterben wir nicht. Wer will mir da ins Leder? Wer ist das? Hey, ich konnte mich jetzt nicht mehr bewegen, konnte auch nicht ESC drücken. Ich bin ja froh, dass das nicht ging. Kernintegrität ist beeinträchtigt. Seht ihr, jetzt haben wir mal zur Abwechslung diese Zeit mit zurücklaufen. Das ist nicht immer, aber es kann auch immer wieder vorkommen. Ich habe da schon einige Missionen in den Sand gesetzt, weil ich da einfach nicht darauf geachtet habe, dass da was rückwärts läuft. Und bin dann da noch rumgekrochen überall und hab den da gesucht und gemacht und Kisten aufgemacht. Und dann war die Zeit abgelaufen und dann, bing, war die Mission plötzlich verkackt. Ich bringe jetzt extra hier rechts drauf, weil hier unten nämlich noch solche Frostläube sind. Wäre ich gleich auf die linke Plattform gekommen, hätte ich die jetzt nicht gesehen, beziehungsweise hätte sie nichts erkennen können. Achtmal ein Hammer, das reicht noch nicht, denke ich. Da brauchen wir schon einige mehr. Außerdem, wenn man mehrere Tinkturen bauen will. Was haben wir denn hier? Blutbrücke. Mhm. Also müssen wir hier noch ein Spy machen. Ja, nur Freunde, ihr kennt meine Meinung langsam. Nicht gegen die anderen Spieler, überhaupt nicht. Gar nicht. Aber es kommt eben häufig vor, dass da irgendwas in Hose geht. Weil man kann ja nicht aussuchen, wen man da gerade mitnimmt. Außerdem, ihr werdet euch erinnern, bin ich immer noch auf der Suche nach den Iwara-Bauteilen. Und dann gibt es ja hier noch diese Status-Mods. Diese Doppel-Status-Mods, die guten. Aber eben nur, wenn man wirklich hier ordentlich arbeitet in der Spy-Mission. Na, wir halten uns jetzt mal mit dem Klinkraum nicht so sehr auf. Einfach nur durchziehen. Ich will ja die Videos für euch nicht zu lang machen. Ihr kennt ja eigentlich schon die Wege. Dann noch eine Möglichkeit für die Nahkampfwaffe zum Leveln. Ich habe gerade das Video abgeschlossen mit Leveln, XP und Affinity und alles sowas. Da hatte ich das, glaube ich, gar nicht erwähnt, dass man da diese unsichtbar oder unalarmiert die Kills mit der Nahkampfwaffe bis 500% hochstecken kann, und das ist dann natürlich auch noch ein bisschen was drin im Zure der Sache, was geht gut und schnell.
Ich gucke mal, ob ich mich hier zu dumm anstelle oder ob ich das diesmal in die Reihe kriege. Aber wir können sehen, seht ihr, jetzt ist zum Beispiel eine Kamera da. Die ist sonst eigentlich nicht anwesend. Früher konnte man schon in einem Schwung bis nach hinten durch mit Loki, mit dem Decoy machen. Das geht jetzt auch nicht mehr. Da steht immer da verdeckt. Aber hier geht's noch, obwohl die Entfernung die gleiche ist. Ne? Ist schon komisch, ne? Das haben sie irgendwie mit Absicht so gemacht. 13 Dechiffriere. Oh, bin ich so stolz auf mich. Habe ich bisher noch nicht einen gebraucht. So, hier gucken. Nicht, dass da noch irgendwo ein Laser, eine Laserlampe hängt, die uns erkennt. Und dann wird alles rot. Das Problem ist mit Loki allerdings, wir haben das vielleicht schon ein, zwei Mal gesehen zwischendurch, wenn ich den mit dem Decoy mich da fortbewege und mich da irgendwo durchschlängele. Der steht ja trotzdem da, seht ihr den da? Und das kann dann durchaus sein, dass der von Gegnern gesehen wird und dann der Alarm losgeht. Da sollte man vielleicht ein bisschen schlauer sein, das mache ich jetzt hin und wieder auch so, dass man den Decoy, wenn man nachher hier geswitcht ist, irgendwo in eine Ecke neu setzt, wo er nicht gleich den Gegnern ins Auge fällt. So als kleiner Tipp. Ja, soweit so gut. Ich habe vorhin gerade auch überlegt, wo ich das gesehen habe. Ich denke, na, das sieht aber sehr nach Europa aus, von den Laufwegen her. Aber was ist nun mal? Ein Eisplanet. Eisplanet. Eisbär. Ich möchte ein... Ja. Gut, wir wollen hier nicht abschweifen. Wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen weiter rennen. Da ist doch schon wieder irgendwas in Jange hinter mir. Mein Gott, sind die böse. Alle böse. Ah, ja, ja. Hier, das Ding nicht vergessen auszumachen. Jetzt haben wir mal die Laser gesehen. Die waren nicht immer da. Diese Fußbodenlaser. Bei den einfacheren Missionen waren die nämlich nicht. Ich bin ja froh, dass mich noch keiner gefunden hat. Aber von hinten macht... Irgendwer macht mich da... Irgendwer nervt. Das war kein normaler. Hier ist noch einer unten da. Achtung, da ist... Achtung, Achtung. Siehst du sie da? Ja, da. Ja, oh, hatte ich ein Glück, dass ich das gesehen habe. Menschenskinder. Aber ich glaube, das wird ja trotzdem irgendwie daneben. Nö, alles gut. Aber süß, habe ich gerade gehört. Irgendwas ist da faul jetzt. Die Tür ist aufgegangen. Ah ja, wird entwaffnet. Mach hin, komm, weg da. Diese böse Drohne, Minen, Dings da, Bums da, ist eine ganz, ganz böse Falle. Da, ihr seht, es hat schon ganz schön reingehauen. Die machen kurz Pause. Und da nochmal. Ja, da, oh, 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 oh. Da braucht man sich nicht wundern, wenn es jetzt hier ganz schnell mal ins Höschen geht. Die Borsas, die sind nämlich etwas bösartig. Ich kann die nicht leiden. Ich mag die nicht. Das ist... Ich mag harzer Käse und so, aber die nicht. Ja, ne, ich brauche ja deswegen schon nicht mehr viel zu den Spy-Missionen zu sagen. Wir hatten ja das eine Video, was ich da gemacht hatte, nur zu den Spies. Da fehlen ja hier diese Missionen noch von Neptun und Pluto und Eris gab es keine mehr. Ne, gab es glaube ich keine mehr. Das ist übrigens auch noch falsch in der Wiki. Ja, da steht noch Eris, Knatos und sowas da. Stimmt alles nicht. Deswegen mache ich hier diese Spice nochmal mit. Als längere Version. Ihr erinnert euch ja wahrscheinlich, ich sagte ja immer, dass die Schwierigkeit auch der Spy-Mission, also was nachher die Fallen betrifft, ja mit den Level gleichzeitig auch anwächst. Deswegen erwähnte ich gerade, aha, da ist ja plötzlich noch ein Laser, eine Kamera. Und da kann man sich manchmal schon erschrecken, wenn man dann so drauf getrimmt ist. Hey, ich kann da lang, das sieht so und so aus, da brauche ich mich nicht kümmern. Geht's hier lang? Nee, eigentlich nicht. Und dann macht man da sein normales Ding, wie man das so gewöhnt ist. Und dann ist da plötzlich noch eine Kamera, an die kein Mensch gedacht hat, weil man nicht geguckt hat. Und dann ging das wieder ins Höschen. So, mal schauen. Ah, jetzt dürfen wir eigentlich nicht schießen, weil der hört uns dann. Genau, das war nämlich ein Fehler von mir. So, hier müssen wir uns, da können wir jetzt mit Loki ein bisschen zaubern. Klack. Und schon bin ich durch. Und jetzt könnte man hier an dieser Stelle zum Beispiel hier irgendwo unten in den Gang einen neuen Decoy setzen, dass der vorne verschwindet. Das ist das, was ich gerade meinte. Weil sonst, wie ich schon mal gesagt hatte vorhin, könnte es durchaus sein, dass das reicht, um hier nochmal einen Alarm auszulösen. Wir wollen ja eine saubere Entnahme machen.
Ah, da steht's. Ich hatte eine saubere Entnahme. Aber total. Jeder ist ein Weg, Leute. Ich hab zu tun, ja. Ja, Eximus ist natürlich nicht so ohne. Wobei das Zerbrochene war eigentlich auch keine schlechte Nahkampfwaffe ist. Hoppe, was machst du da? Er wartet jetzt auf irgendwas. Was hat er denn gewartet? Ach, ich habe wahrscheinlich geguckt. Ich wollte wahrscheinlich einen Scanner auswählen. Dann hat er keinen mit. Dann sind die wohl alle die Teile. Sträflich, da nicht nachzugucken. Typischer Fall von selber schuld. Also hätten wir jetzt auch Neptun in die Spionage. Ruhige Hand ist ja eigentlich auch ein besonderer Mod, aber nicht zu gebrauchen für mich. Und die Vara steht ja nur irgendwo. Neo Relikt N3. Ja, da gibt es Necrosysteme. Kann man haben. Ja, seht ihr, ich habe ja die Gas- und Magnetbild gerade gehabt. Und dafür sind ja die Sachen mit den Loot-Aus-Slots, dass du die verschiedenen Fraktionen dort entsprechend einstellen könntest. Und ich schwitz mal um, na klar, auf die Korrosionsbild. Weil wir machen jetzt nämlich das Hyena-Rudel. Und die haben erfahrungsgemäß ganz böse viel Rüstung. Und da ist natürlich dann die Korrosion absolut hilfreich. Loki sollte da eigentlich auch der Richtige sein. Und Loki ist ja eigentlich auch der, den man beim Hyena-Pack als Parts bekommt. Also haben wir jetzt hier mal wieder einen Bosskampf seit langer Zeit eigentlich. Naja, die lassen wir alle links liegen, die interessieren mich nicht. Unser Ziel ist nun mal der Boss, in dem Fall sind es die Bosse, es sind ja drei. Drei so eine Roboterhunde, das sage ich immer. Und die sind schon ganz schön schwierig, das habt ihr ja bei den Videos gesehen, die ich damit mit Pauli gemacht hatte. Dass die eben ganz schön auf die Eier gehen können. Schlimmste wäre ja, wenn dann plötzlich die Energie weg ist und Loki nicht mehr unsichtbar ist. Oh, wir sind so schnell, die Kameras kriegen uns ja auch nicht mit. Das Rudel kann dich riechen. Ja, ja, dann riech. Hier sind sie, das ist jetzt der Raum. Dann blitzt kurz. Wenn man jetzt unsichtbar wäre, ist man jetzt, glaube ich, wieder sichtbar. Dann müsste man also sowieso nachgasen. So, dann wollen wir mal gucken, wie sich das jetzt hier anlässt. Gucken wir mal. Wo stecken sie? Da ist 1, 2. Na, ihr seht, Schild haben sie aber trotz allem noch. Das ist jetzt runter. Könnte man jetzt eigentlich auf die elektrische Kiste schießen, da, die da explosioniert. Ach, die unsichtbar, bist denn du? Ach, ich hab keinen mehr. Ich sag doch, die bösen, bösen. Irgendwer hatte die Fähigkeit von, eins von den dreien Viechern. Aha, da muss ich mich ja noch ein bisschen strecken, dass das hier was wird. Oh, 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 oh. Dann müssen wir uns erstmal kurz ein bisschen verpissen. Komm hier, los, komm zu mir. Komm zu Fadi. Da hört sich nach Bombe an und jetzt. Jetzt habe ich wenigstens wieder Energie. Wenn man das mal so sieht. So. Sind wir tatsächlich nur zwei im Moment? Oder hängt das damit zusammen, dass ich hier alleine bin? Na, ihr seht, so ist es eigentlich relativ pflegeleicht, die ganze Aktion hier. Die haben ja auch unterschiedliche Fähigkeiten, deswegen lässt sich die eine schneller runterziehen als die andere. Na, ob das gut geht? Ich weiß nicht. Aber ich will euch ja hier nicht vormachen. Ich könnte jetzt die Mission neu anfangen und nochmal ein Video machen, damit ihr denkt, hey, der kriegt das ja alles in der Reihe. Ah, ah. Da wollen wir mal keine falschen Gedanken aufkommen lassen. Das muss nicht sein. Ich bin, weiß Gott, nicht perfekt. Ich kann zwar einige Sachen wissen, aber deswegen heißt das nicht, dass ich das für mich einfacher mache. So, damit hätten wir es. Also waren es hier doch tatsächlich nur zwei. Ich kann mich da irgendwie an drei erinnern. Ah, schon ewig nicht gemacht. Ich habe das früher, also ganz früher damals, vor mehreren hundert Jahren, habe ich das mit der Amprix gemacht, wenn ich mich nicht irre. Amprix war mal mein Lieblingsteil. Aber die ist jetzt nicht mehr so gut zu benutzen. Auch weil sie da ein Munitionsfresser ist. Da, der ist schuld. Ja, so eine Leute sind auch schuld. Die sind schuld an allem. Ja, dass die Welt so schlecht ist. Die sind das. Zerebral-Dingsbums. Zebra. Hin und her. Genau, die Bösen. Naja, wenn es mal enge wird, dann kann man ja ohne weiteres mal wegrennen.
Das ist nie die falsche Methode. Es klappt auch, wenn man bei Überleben zum Beispiel bei Befallenen irgendwo mitten eingekesselt ist und kann sich kaum bewegen, dann ist das nicht, man muss die Gegner tot machen. Nee, man kann sich auch erstmal verpissen. Das ist immer die beste Lösung. Wir können ja zurückkommen und den Bohrsachen können wir uns auch noch... Und dann können wir ja nochmal weitermachen. Aber dort auf Krampf irgendwas versuchen zu regeln, schaffe ich schon, kriege schon irgendwie hin. Das ist dann kontraproduktiv. Dann ist man einfach immer zu viel tot. Ich sag dir, Teile für Lucky gibt's hier. Vielfach hätten wir jetzt die Mission geschafft, denn das war das Ziel. Was noch gefehlt hat für die Brücke nach Pluto. Und die feucht dann gleich auf dem Fuß, die Geschichte. Ich bin nicht Excalibur. Ihr wisst, ich habe bisher alles mit Excalibur gemacht, weil das sich einfach bestens bewährt hat. Mal sehen, was der Loki macht. Kann ich euch sagen, er macht sich bestimmt unsichtbar. So, und jetzt scannen wir mal ein bisschen, was der Excalibur macht. Oh, das wäre ja schön gewesen. Excalibur gegen Excalibur. So, die richtige Waffe auswählen. Der wird doch garantiert wieder gleich blocken. Naja, war klar. Alte Blocker. Aber das Schild ist schon mal weg. Und dabei habe ich nicht auf Magnetismus umgeschalten. Ging das trotzdem schon recht gut. Naja, supi. Supi. Alles gut. Damit ist die Pluto-Brücke erledigt. Wird ein Schritt weiter. Und was haben wir denn Schönes bekommen? Die Drakulen. Mhm. Und natürlich ein Chroma-Bauteil. Ich hatte es ja geahnt, dass wir die Chroma-Parts als Belohnung für die kommenden Brücken kriegen. Okay, das wäre denn damit bewiesen.